Hallo liebe Piraten, heute ist Sonntag und zwar der 17. Januar im Jahre 2010. Lichtgeschwindigkeit mit meinem neuen Label und meiner neuen Obama-Krawatte und ich habe als Thema heute Enquete. Die Bundesregierung, die schwarz-gelbe, hellblaue Koalitionsregierung unter Frau Dr. Merkel und Herrn Westerwelle und Herrn Seehofer, haben also beschlossen, eine Enquete-Kommission einzusetzen aus ihren Reihen, nämlich das ist eine Untersuchungskommission, die dazu da ist, einen fachlichen Bericht herzustellen, der alle greifbaren Fakten, Tatsachen und Erwägungen und Ausblicke zusammenfasst und dann sozusagen auch anzeigt, was politisch zu machen ist, zum Thema Internet und digitale Gesellschaft. Enquete. Die Enquete zur digitalen Gesellschaft. Dieses ist das Thema der IT-Politik, der digitalen Revolution, das Thema der Piratenpartei, insbesondere auch der Piratenpartei Deutschland als APO im Wahlkampf und zwar mit folgendem Akzent. Die Piraten haben verstanden, dass die Digitalität und die neue Sinnlichkeit, das heißt die abgekoppelte Echtzeit, Kollektivwirkung von Menschen miteinander, die sich nicht sehen, die sich nicht kennen, die sich nicht gegenseitig kontrollieren können, die sich nicht ins Auge gucken können. Diese Fernfuchtelei, Digitalität, Virtualität ist das Thema der neuen Revolution aufgrund des Internets und der digitalen Gesellschaft. Und das ist ein Thema, das in alles hineinwirkt, was überhaupt denkbar ist in der Politik. Die Forderung der Piraten deshalb, es muss eine Veto-Institution im engsten Kreis der Macht geben, das heißt, es müsste im Grunde genommen ein neues Ressort im Kanzleramt, ein Staatsminister im Kanzleramt sein, der sozusagen allen politischen Ideen und Zukunftsentscheidungen beigeschaltet ist, der sozusagen die Wirkung der Digitalität auf die neuen politischen Entscheidungen, Parlamentsbeschlüsse, Ideen, Verordnungen, Gesetzesänderungen und so weiter machen. Das heißt, die IT-Politik ist das Thema der Piraten und zu diesem Zweck hat die Bundesregierung diese Enquete-Kommission jetzt angekündigt und die soll in dieser laufenden Legislaturperiode, für die am 27. September gewählt worden ist, also für 4 Jahre grundsätzlich, soll bis zum Jahre 2012, also innerhalb dieser Legislaturperiode, die ihren Bericht vorlegen, auf den hin dann die IT-Politik festgelegt ist. Das ist die Stunde der Piraten. Nun ist also folgender Unsinn passiert. Es haben Piraten vom Bundesvorstand der Piratenpartei eine Pressemitteilung herausgegeben, eine Art Ideenpapier, wo sie schreiben, die Piraten lehnen diese Enquete ab. Ich bin fassungslos darüber, muss ich ehrlich sagen, aber ich bin ein Fachmann, ein IT-Soziologe, während die das geschrieben haben, offensichtlich in der Kürze der Zeit nicht genügend Zeit hatten zu fragen und sich da durchzuwursteln. Jedenfalls diese Enquete-Kommission für die digitale Gesellschaft ist im Grunde genommen eine Thematik, die ganz vorne, ganz fett auf die Tagesordnung gehört. Insofern wäre es eine Angelegenheit der Bundespiraten gewesen, eine solche Kommission zu fordern. Jetzt sagen die, sie lehnen das ab. Das ist natürlich völlig blöde. So, also, wir begrüßen, die Piraten begrüßen die Enquete zur digitalen Gesellschaft und zur IT-Politik und verbinden das damit zwei Forderungen, politische Forderungen der Piratenpartei hier, die ich jetzt formulieren will, ganz kurz. Das ist sehr impressionistisch, aber es ist mein Thema, deshalb kenne ich mich da aus und das ist sozusagen eigentlich druckreif, was ich dazu zu sagen habe. Das erste ist, es müssen wirklich von allen geistigen Eliten der Politik Teilnehmer in dieser Kommission mitwirken, damit wirklich ein goethisches Gesamtwerk herauskommt der Abwägung und der Nachwirkungen, der Nachhaltigkeit, der IT-Politik, dass das alles in dieser Enquete, in diesem Bericht hineinkommt, drin steht, sodass dann auch die Nichtfachleute und auch das Volk, die normalen Leute, deren Thema der Computer nur im Alltagsbenutzung ist, dass die das nachlesen können, um was geht es hier eigentlich? Also was ist eigentlich digitale Revolution, was ist IT-Politik, was muss in dieser Enquete-Berichterstattung stehen? Dafür müssen alle relevanten Leute, Fachleute der ganzen Welt mitwirken. Das ist die erste Forderung. Und die zweite ist tatsächlich ganz banal, Position der IT-Politik aus Sicht der Piratenpartei muss sein, dass die Menschlichkeit und die menschlichen Wertsetzungen, sagen wir mal, wie sie in der Piratensatzung auch stehen, dass die immer
dominieren und vorgeschaltet sind jeglicher technologischer Weiterentwicklung, jeder technologischer Abschätzung und ganz prägnant gesagt, es darf niemals die Maschine über den Menschen herrschen, auch die telematischen Steuerungssysteme, die Maut, die Satelliten, die Massendatenberechnungen, die dir sagen können, fahr mal lieber da lang anstatt da lang, obwohl ich gestern weiß, da ist eine neue Baustelle, da will ich gar nicht lang ran. Das heißt, immer der Mensch entscheiden können muss und nicht die Telematik den Menschen zwingt. Also telematische Maschinen, Computer, Hilfen sind jederzeit als Werkzeuge der Lebenserleichterung sinnvoll und wünschenswert, aber die Dominanz der Maschine über den Menschen, die Dominanz der Daten und der Rechnerleistung über die menschlichen Erwägungen für die Menschlichkeit dürfen niemals der Fall sein. Das ist das Kernproblem und die Kernaufgabe der Piraten, warum es die Piratenpartei überhaupt geben muss, weil genau das die anderen Parteien nicht haben. Das heißt, wenn jetzt die anderen Parteien eine solche Enquete-Kommission ausrufen, dann ist das genau der Moment, wo die Piraten auf die Bühne springen müssen und müssen sagen, genau hier geht es lang, hier müsst ihr fragen, dazu gehört der Chaos Computer Club, dazu gehören alle möglichen Fachleute, die sich im Laufe von vielen Jahren bereits die Kompetenz erworben haben und dann kommen erst die Politiker mit ihren Verwertungsbedenken, warum sie zum Beispiel wirtschaftsnahe Entscheidungen treffen, warum sie bestimmte polizeiliche Entscheidungen treffen wollen oder warum sie hier eine Angstdiskussion oder eine Sicherheitsdiskussion aufziehen, dass da das Bodyscannen ist und an der nächsten Ecke ist die kleine Lichtschranke, wo jeder unterhosenbebombte Terrorist einfach durchgehen kann und die Polizeigewerkschaft schreit Alarm und die anderen Flughäfen sagen, eure Flugzeuge dürfen bei uns nicht mehr landen, weil da die Leute einfach durch die Kontrolle aufs Rollfeld können und da fragt sich der Terrorist, warum soll ich eigentlich durch die Sperre gehen? Ich kann doch die Bombe vor der Sperre schon mal deponieren. Okay, liebe Piraten, dieses alles und viel mehr, Enquete für die IT-Politik der Piraten ist wünschenswert, wird begrüßt und so doll umarmt, dass es aus der Umklammerung kein Entkommen gibt. Qualität ist unser Kriterium. Ahoi!